Hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und heute sitze ich hier wieder mal im Grünen. Leider nicht auf der grünen Insel, denn das würde heute wunderbar passen. Denn heute, und das kommt wirklich nicht oft vor, habe ich euch einen irischen Whisky mitgebracht. Nun, um genau zu sein, ist es ein irisch-amerikanischer Blend, der nennt sich Brothership. Ein Blended Whisky, 10 Jahre alt, mit einem Anteil von 55% irischem Whisky und 45% amerikanischem Whisky. Beides mit Whisky mit EY hinten geschrieben. Ne? Die Flasche, ja, die gefällt mir sehr gut. Die ist so gemacht mit so einer alten, wie mit so einer alten Briefmarke. Und ihr seht darauf auch ein Segelschiff. Und ist also richtig schön, wie auch wer vielleicht so historische Aktien kennt oder so, all das, Landkarten und sowas. Das ist also wirklich schön gemacht. Man hat sich da Mühe gegeben mit dem Etikett. Ja, das hat die Bewandtnis, dass sie dieses Brothership, diese Abfüllung ist speziell gemacht worden, um die irischen Wurzeln der amerikanischen Einwohner teilweise zu feiern. Speziell natürlich die Wurzeln der Inhaber der Destillerie. Das sind ja drei Mann und das sind alles Irish American. Und jetzt weiß ich nicht, ob die einen noch wirklich in Amerika noch arbeiten und leben oder ob die jetzt wieder alle zurückgekommen sind, weil es zelebriert oder es soll darstellen, diese Verbindung und ein Kommen und Gehen oder Welcome und Goodbye von der alten Heimat in die neue Welt und dann auch wieder zurück. Also ein Teil der Familie ist wahrscheinlich auch wieder zurückgekommen. Also das hat also diese Bewandtnis, warum der dann Brothership heißt und die Verbundenheit der Amerikaner und der Iren darstellen soll. Ja, wir wollen mal einschenken. Das Video heute wird wahrscheinlich ein typisches Donnerstagsvideo werden. Das heißt, am Donnerstag bin ich vermutlich, ich will es versuchen, nicht ganz so lang. Ist ja mitten in der Woche. Und vielleicht kann ich auch zum irischen Whisky nicht ganz so viel sagen. Kenne mich da nicht so sehr mit der Geschichte aus. Ich weiß gar nicht, ob so einen anderen Iren noch zu Hause hätte, einen anderen. Ja, Westcork hätte ich sonst noch zu Hause. Ja, Westcork. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, keine Iren mehr da. Natürlich, jetzt habe ich ein paar Iren zu Hause stehen. Denn ich habe ja lange geschaut, was zieht man denn dazu an? Ich habe hier mein T-Shirt an vom Irish Folk, was wir erst vor 2 Wochen hatten. Und wer nicht teilnehmen konnte, ich will es euch mal zeigen, auf der Rückseite ist noch wunderschön, vielleicht zu sehen. Ich sehe es jetzt nicht. Ich sehe es jetzt nicht, was ihr gesehen habt. Irish Folk in Schleusingen. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Jahr vielleicht Lust habt, Mitte Juni einfach mal vorbeizuschauen. Ein Guinness, ein Kilkenny oder einen Irish Whisky oder natürlich auch einen Scotch mit uns zu genießen. Zu guter Musik zu lauschen. Wenn es klappt, würde ich aus Erfurt Bob Bales verpflichten. Aber das hängt ja nicht nur allein von mir ab, sondern natürlich auch von Bob oder auch von den anderen, die die Eintritte kassieren, die alles dann bezahlen müssen. Je nachdem, wie es finanziell eben auch aussieht. Tja, wie bin ich denn dazu gekommen? Diese Flasche wollte ich eigentlich, wie gesagt, im Vorfeld des Irish Folks ein bisschen als Werbevideo auch mal präsentieren. Ich habe es leider nicht geschafft, vorher dieses Video zu drehen. Die Flasche habe ich seit dem, hier seht es, seit dem 18. März. Denn ich bin seit circa einem halben Jahr oder vielleicht ein bisschen länger, ja, etwas länger, Mitglied im ersten Whisky Club Erfurt. Und jedes Mal, also einmal im Monat treffen wir uns da am Montagabend und jeder stellt dann oder verschiedene Destillerien, Brand Ambassadors oder sowas, die stellen dann also ihre Whiskys vor und dann gibt es danach ein Zertifikat, damit du als Erinnerung immer weißt, was du mal getrunken hast. Das finde ich also sehr schön und
Natürlich machen wir uns dazu auch Verkostungsnotizen und ja, auch Prohibitionen. Also es ist ja jetzt, könnte ich, jetzt sehe ich jetzt, das habe ich vorher gar nicht gelesen für Vorbereitung. Ja, könnte ich ja doch ein bisschen was über Irland erzählen, ne? Naja. Aber das war so eine Erfahrung, ähnlich wie, wir haben mal einen Ausreißer gemacht, da gab es also Mezcal. Ja, dann wollte man doch lieber wieder zurück zum Whisky, das war halt mal so ein Ausreißer. Man muss halt mal andere Spirituosen mal probieren. Ja, und hier haben wir, wie gesagt, diesen Brothership Blend 10 Jahre. Und weil ich mir das gar nicht alles so merken kann, habe ich mir jetzt wirklich den Zettel mitgenommen. Ich habe die Flasche also beim Tasting erworben, wollte ich noch dazu sagen. Zum Schluss vom Tasting war die noch halb voll. Und wer will, kann dann immer sich melden und sagen, okay, ich will nochmal probieren oder ich nehme die Flasche mit. Und die hat mir ganz gut gefallen. Es haben mir zwei andere noch besser gefallen, was ich nie gedacht hätte, aber ich kenne mich mit ihren ja wirklich nicht aus. Es gab hier unten, seht ihr noch einen Teeling Spirit of Dublin. Der war 6,9 Jahre, 6 Jahre Bourbon, 9 Monate Kastanien. Der war wunderbar. Dann gab es noch einen Kilbeggan Experience Hand Bottling, 7 Jahre. Aber da haben sich andere schneller gemeldet. Und dann habe ich eben den aus meiner Sicht drittbesten von dem Tasting genommen. Und das ist der von der Connacht Distillery in Irland, in Westirland. Ja, die anderen beiden, naja, den ersten konntest du trinken, der heißt irgendwie Slain. Aber den anderen, den kann ich euch sagen, also dieser Eglinville Three Crowns Blended Peated. Um Gottes Willen, das war ja sowas parfümiert, sowas. Boah, das. Nee. Also ich habe dann gemerkt, ich mag wieder doch lieber die Schotten, aber dieser Connacht, muss ich sagen, der hat mir recht. Oder dieser. Brothership, der hat mir wirklich gut gefallen. Diese Distille ist relativ jung und zwar wurde sie erst im Sommer 2015 eröffnet und seit 150 Jahren war dann wieder mal eine Distillerie in diesem County Mayo und die Gründer der Connacht Distillerie sind Iren und Amerikaner mit irischen Wurzeln. Wie ich es eben schon gesagt habe, das war der Grund. Ja, der Master Distiller Rob Cassell oder Cassell, der legt sehr viel Wert auf diese kleinen Batches, die diese Distillerie herstellt und auf komplexe, gut trinkbare Produkte. Die können also zweimal oder dreimal destillieren, das ist auch eine schöne Möglichkeit. Die stellen eine Single Malt Whisky her oder, na gut, die stellen auch noch anderen her. Baloo Whisky, Brothership, Cullen Irish Gin, achso, der Gin stellen sie noch her, dann Cask Aged Irish Gin, ach Gott. Und dann noch irgendwas. Naja, ja, diese Distillerie, wie gesagt, ist relativ jung. Und dann wundert man sich, aha, wie können die denn dann einen 10-jährigen Whisky haben? Ja, das sind alte Fässer, die sie irgendwo aufgekauft haben, die also nicht direkt aus dieser Distillerie sind, das muss man also dazugeben. Und es ist ganz klar, deswegen habe ich gerade eben hier gelesen, ja, wo haben die das gekauft? Vermutlich bei einer von Middleton Distillery zugehörigen Marken, ne? Denn es gab ja viele Destillerien in Irland und durch Prohibition, da waren die Iren ein bisschen doof, da sind die also Konkurs, sind viele Destillerien Konkurs gegangen, was bei den Schotten nicht so der Fall war, und den Unabhängigkeitskrieg gegen England. Jedenfalls hin und her, 1966 gab es nur noch 5 Destillerien, 4 davon haben zu Middleton gehört und eine war die Bushmills Destillerie. Ja, und irgendwie, weiß ich nicht, erst seit 1987 gab es wahrscheinlich, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, mit John Teeling wieder eine neue Destillerie, die Cooley hieß und dann irgendwie auch Connemara. Also da. Geschichte, irische Whisky habe ich weder im Blut noch irgendwie mich großartig belesen, noch habe ich es mir behalten, aber ich weiß, dass es viele Destillerien gab und Prohibition, da waren die ein bisschen komisch, haben nicht so geschmuggelt, haben sich also an die Gesetze gehalten oder wollten sich an die Gesetze halten und die Amerikaner, die in Amerika irgendwelchen
Whisky gebrannt haben, heimlich, und die hatten also grässliche Produkte, haben den dort als Irish Whisky verkauft, und der hat aber so grässlich geschmeckt, dass dann der Ruf des irischen Whiskys auch so etwas gelitten hat. Also habe ich auch mal gelesen, so eine Geschichte. Oder von meinem Freund Steffen hatte mir das immer mal erzählt. Hin und her. Ja, soweit zur Destillerie. Ich kann euch auch ein paar Bilder zeichnen, weil das hat mein Freund Dirk, der war damals der Tastingleiter, Dirk Oschmann vom ersten Whisky Club Erfurt. Der hat auch diese Destille besucht. Und zwar im Jahre, 2018 vermutlich, oder war er 17 dort? Jedenfalls seht ihr hier unten diese drei Brennblasen, die so ein bisschen eine Mischung darstellen zwischen so einer Säule, ne, so einer breiten Säule, sind, und dann oben diese Brennblasen obendrauf. Es ist nicht so wie die schottischen, aber ja, guten Whisky können sie wahrscheinlich machen. Und wenn das wirklich so ist, dass die Malt Whisky machen, dann freuen wir uns natürlich darüber, denn manche Iren, denen bin ich nicht so zu, oder die sind mir nicht so zugänglich, weil die ziemlich krasses Aroma haben. Und das ist, glaube ich, auch wahr, was ich jetzt auch noch sage. Die Iren, meine Eltern waren in Irland, ich war noch nicht selber dort, meine Tochter war zwar auch jetzt ein halbes Jahr dort, aber die hat nicht eine Destille besucht, sondern nur Brauereien, weil die ja Guinness und Kilkenny Fan ist. Na gut, Kilkenny wahrscheinlich nicht, aber Guinness, und die hat wahrscheinlich dann doch nur eine Brauerei besucht. Das war die Guinness-Brauerei und das andere waren alles Pubs. Egal. Wie bin ich jetzt wieder weggekommen von dem ganzen Thema? Naja, Faden weg. Aber so geht es bei der Hitze. Ich weiß nicht, wie es euch geht, kann man sich manchmal nicht richtig konzentrieren. Deswegen kommen wir jetzt zu diesem Whisky, aus meiner Sicht wunderbaren Whisky. Ich hatte auch vor zwei Wochen verschiedene Diskussionen, zum Beispiel mit Jason von Jason Bourbon Jason oder Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Wenn ihr mal wollt, schaut in meinen Kanal rein. Der hat den als einen seiner schlechtesten aus dem letzten Jahr gehabt. Kann ich nicht nachvollziehen, aber so werdet ihr merken, haben die unterschiedlichen YouTuber oder Blogger verschiedene unterschiedliche Geschmäcker und so Geschmäcker, also geht es eben euch auch. Und ich kann euch aber jetzt schon vorher sagen, ich mag den hier. Ne? Also der hat hier, kriegt ein gutes Urteil für einen, für einen irischen Whisky. Tja, soweit, so gut. Wir nähern uns jetzt diesem Whisky. Und wenn du daran riechst, kommt aufgrund der Wärme jetzt als erstes mir wunderschöne grüne Äpfel. Vielleicht ein bisschen Birne. Und das schreibe ich wirklich jetzt der Wärme zu, denn ich habe den ja schon öfter mal jetzt probiert. Und eigentlich hatte ich immer wunderschön die Vanille in der Nase, die hier etwas schwächer heute kommt aufgrund der Wärme. Ja klar, ich habe jetzt nicht aufs Thermometer geguckt, was wir gerade für Außentemperaturen haben. Aber ihr wisst ja, im Moment haben wir Hitzewelle in Deutschland. Wunderschön, also wenn du im, wenn du Granny Smith Äpfel magst, dann ist der was. Und für mich hat er aber auch noch ein bisschen was Herbales. Und das war die Diskussion, die ich mit Jason hatte, dass ich den mag, er mag den nicht. Weil ich solche Kräuter mag oder solche Apfelaromen oder solche Sachen mag ich eben. Und ich mag auch ab und zu mal Gin. Und wer Gin mag, der mag ja auch so Kräuter, so herbale Sachen, solche Sachen. Und das kann der Grund sein, warum mir der Whisky gefällt und Jason überhaupt nicht. Oder anderen vielleicht überhaupt nicht. Malz kommt noch durch. Und eine schöne Würze. Ja, der hat 45% und kostet, ja, kostet so circa zwischen 55 und 65 Euro. Und in der Destillerie selbst im Westirland hat der Dirk gesagt, er hätte 75 Euro dafür bezahlt. Ne? Kann natürlich sein. Was mich dann noch gewundert hat, hinten drauf steht, wenn ihr das lesen könnt, Product of USA.
Es hängt damit zusammen, dieser 10-jährige irische Whisky, der hier genommen wurde, wurde dann nach in die USA verschifft zur Partnerdestillerie, weil ich habe mir das aufgeschrieben, Liberty, und auch dort abgefüllt. Und wenn er dort abgefüllt ist, dann ist es eben ein Produkt der USA. Ich stelle ihn hier als Irish Whisky vor, deswegen, weil 55% Inhalt dieses Whiskys irisch sind und nur 45% amerikanisch. Und übrigens, amerikanisch bedeutet nicht unbedingt, dass es Bourbon unbedingt sein muss, sondern kann irgendein anderer Grain Whisky auch sein. Ich weiß es nicht. Ne? Man kann es natürlich zerpflücken, aber ihr wisst, wie es ist. Eigentlich kommt es auf den Geschmack an, und das muss ich sagen, ist hier so wunderbar schön apfelmäßig die Aromen. Ich schaue gerade noch, ob ich noch irgendwas erzählen kann, aber das wäre eigentlich Quatsch. Ich wollte ja schneller fertig werden. Ich will euch ja nicht bei der Hitze so lange foltern. Malzaromen kommen ganz leicht durch. Eine schöne Süße, die auch natürlich die Fruchtsüße vom Apfel sein kann. Also ich finde den super schön in der Nase. Ich habe bei manchen Shops, wo ich mal geschaut habe, wo es den überhaupt gibt, übrigens hat nicht jeder Shop, also eher so No-Name-Shops, also die großen Online-Shops, die haben diesen Whisky nicht, jedenfalls habe ich ihn dort nicht gefunden. Was haben die geschrieben? Ich wollte sagen, die haben irgendwas geschrieben, aber was haben die geschrieben? Ich bin heute so unkonzentriert, sorry Leute. Aber die Hitze im ganzen Tag, jetzt macht einen fertig. Wie geht's euch bei der Hitze? Könnt ihr da überhaupt einen Whisky vertragen? Aber ich halte mich da an das chinesische Sprichwort, das heißt, so im übertragenen Sinne, was für die Wärme, was für die Kälte gut ist, ist für die Wärme auch gut. Das heißt, die meinen natürlich da hauptsächlich Tee und kein Whisky oder kein Alkohol. Denn wenn da einer fragt, warum kriege ich den heißen Tee jetzt bei der Wärme, dann sage ich, was für die Kälte gut, es ist für den Körper genauso gut für die Wärme, weil da muss er sich nicht so anstrengen, man schwitzt nicht so sehr, weil wenn man ihm was Kaltes zuführt, dann muss er den Temperatur, dann kommt er in Erregung, muss Temperatur ausgleichen und angeblich wird man dann mehr schwitzen. Na? Das ist so ein bisschen zur Biologie des Menschen. Ne? Again, what learned? Das ist mir bei Bayern 3, ne? Das macht man immer so den Lothar Matthäus nach. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Ich höre bei Bayern 3. Again, what learned? Nothing for ungood. Ich bin schon irgendwie lustig, obwohl ich noch nicht einen Tropfen davon getrunken habe. Und ich komme jetzt wirklich nicht mehr weg von dieser Birne, die so richtig matschig süß eigentlich. Der wird immer schöner. Also das ist wirklich einer, der dem Wärme richtig gut tut. Im kalten Irland. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich... Nee, ich bin nicht froh. Ich würde wirklich gerne in Irland mal sitzen. Aber man muss das Beste draus machen. Slange, oder? Was sagen die in Irland? Cheers vielleicht. Da ist was da. Da ist Volumen da. Ja, da kommt jetzt kräftig diese Kräuter kommen. Das ist das, was vielleicht nicht jeder so mag. Aber ich finde diese Säure, das ist eher so diese Fruchtsäure. Also das würde ich jetzt mal Richtung Äpfel oder Birnen auch wieder schreiben. Und jetzt wird er langsam süß. Aber immer mehr kräutiger oder etwas holziger von der Würze her. Ich finde den aber wunderschön rund. Es ist nicht so, dass er cremig wird, aber er ist schön weich eigentlich. Ach, apropos weich, da hat, glaube ich, der Master Distiller auch irgendwo gesagt, ja, die Kombination soll verbinden die Weichheit und Wärme des irischen Whiskys mit der Forschheit und des Flavors, also des starken Geschmacks der amerikanischen Whiskys, wo ich sagen muss, also Weichheit und Wärme der irischen Whiskys, also ich habe ein paar probiert bisher, da kann ich also nicht so bestätigen. Aber in dem Fall muss ich sagen,
wenn das die weiche Komponente ist. Ich habe das eigentlich immer eher so einer, dieser Bourbon-Komponente zugeschrieben, dass diese Weichheit daher kommt. Und die sagen es aber genau andersrum, ne? Also ich muss mich hier der Mücken etwas erwehren. Also die Fruchtsäure wird jetzt immer deutlicher. Es könnte so leichte Anklänge von irgendwelchen Botanicals vom Gin eben sein. Also ich will nicht sagen, dass es Wacholder ist, aber irgendwas Kräuter, die so ein bisschen kräftig im Mund sind. Also der Geschmack, den du im Mund hast, der ist aus der Nase nicht zu erwarten. In der Nase habe ich weiterhin Äpfel, Birnen, Vanille, Süße. Und im Mund habe ich aber wirklich also eine Vielzahl von ganz anderen Aromen. Also der ist wirklich, das ist ein Irre, der mir wirklich gut gefallen hat. Deswegen habe ich, wie gesagt, die Flasche ja mitgenommen. Auch weil es dann natürlich gut aussieht. Ja, ist immer schön, wenn man die irgendwo hinstellen kann. Es tut einem dann immer leid, wenn die dann leer ist und dann wegzuschmeißen. Ne? Aber was willst du denn mit dem ganzen alten leeren Flaschen machen? Die kannst du nicht aufheben. Ja, und Lichter draus produzieren und alles das Zeug. Es steht auch alles irgendwo dann rum. Es wird einfach irgendwann zu viel. Das ist, wenn einer anfängt, da geht es noch. Ich habe ja am Anfang jede Tube mit Flasche aufgehoben. Und mittlerweile sage ich, ach, weg mit dem Zeug, weg, weg, weg. Die Flaschen halt leer sind, die haben es produziert, ist schön, aber ich selber, ich produziere ja keinen oder ich setze ja keinen Likör an oder sowas. Ne, was soll ich mit Likör? Ich trinke ja keinen Likör. Wann soll ich denn mal Likör trinken? Ich brauche die Flaschen nicht für Likör. Ich kaufe mir eine neue Whiskyflasche. Ich bin einfach verliebt in Whisky. Blumenvasen. Ja, was willst du denn da für Blumenvasen? Kannst du mir nur einzelne Blumen reinstecken? Dann auch zu viel. So schöner, wenn du mal mehr Blumen hast. Da brauchst du eine breite Vase. Ja, ihr merkt, ich philosophiere nicht nur über Whisky. Ich finde den wirklich sehr gut gelungen. Vielleicht hat der eine oder andere die Chance, den mal irgendwo zu probieren. Dann macht es. Wärme ist gut für den. Muss ich ganz ehrlich sagen. Je kälter, desto mehr vanilliger wird er. Und je wärmer, desto fruchtiger wird er. Im Geschmack wunderschön diese Kräuter. Ich könnte sogar sagen, fast so Richtung einen ganz leichten Hauch von Petersilie. Und ich, das vertrage ich in dem Whisky gut. Ich bin jetzt sonst nicht der Fan von Petersilie, weil wenn andere irgendwo viel Petersilie drauf machen, sage ich, lass bei mir weg. Aber ich könnte, wenn ich jetzt noch länger philosophiere, dann wird es wieder kein Donnerstag-Video. Könnte ich sogar so ein bisschen Richtung Fenchel gehen. Aber nur im Geschmack, in der Nase gar nicht. Und das sind eben so Geschmäcker, die nicht jeder mag. Aber ich glaube, ich habe gestern einen wunderschönen Fenchel-Tee getrunken, also einen kalten, mit Wasser verdünnt. In die Richtung geht es auch. Also diese Kräuter, vielleicht, ich weiß nicht, was noch drin war, vielleicht ein bisschen Minze. Ja, also Fazit meinerseits habe ich schon ein paar Mal jetzt gesagt. Ich will es jetzt beenden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Kommt gut durch die heißen Tage. Die Woche werde ich euch vielleicht noch ein bisschen belästigen. Nochmal mit einem deutschen Whisky, denn am Samstag ist Tag des deutschen Whiskys. Und vielleicht mache ich da ein extra Video über einen deutschen Whisky dazu. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich dazu komme. Und natürlich am Sonntag wieder ganz normal eine längere Philosophie. Obwohl, jetzt sehe ich ja auch schon wieder 24 Minuten und noch was. Ich freue mich, wenn er so lange durchhaltet und das anschaut. Auch wenn ich mir vorgenommen habe, schneller zu werden für den Donnerstag. Aber wie gesagt, wünsche euch eine sehr gute Zeit. Freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und mir die Treue haltet. Euer André, macht's gut.